Großvater, wenn es Nacht wird, dann bin ich am liebsten bei dir. Hörst du, wie der Abend mit uns zu reden beginnt? Du kennst doch schon viele seiner Stimmen. Und du wirst lernen, da zu sitzen und in jeder Stimme den Geist eines Tieres erkennen. Du musst nur zuhören. Und sogar mit geschlossenen Augen wirst du jeden Vogel, wirst du die Schlange, alles, was am Boden kriecht oder über die Zweige hüpft, vor dir sehen. Aber Großvater, noch lieber höre ich deine Geschichten. Du sagst, jedes Tier hat seine Geschichte. Und du erzählst von ihnen, als könnte man ihnen wie Menschen begegnen. Man muss lange gelebt haben, um zu wissen, dass es nicht viel Unterschied macht, ob ein Tier oder ein Mensch vor dir steht. Ist nicht in allen das gleiche Leben? Das haben wir Indianer immer gewusst. Du kannst es am großen See erleben, vor dem Sonnentor oder auf den Bergen. Großvater, eine Geschichte bitte. Die Geschichte. Auch das, was ich dir gerade gesagt habe, ist eine Geschichte. Denn all meine Geschichten gäbe es nicht, wäre da nicht eine große Geschichte, in die alles zusammenfließt. Schau, schau hinüber zu den Bergen, hinter denen die Sonne untergeht. Stell dir vor, früher konnten sich manche Tiere in Menschen verwandeln. Und dann begegneten sich Tiere und Menschen. Und vielleicht, wenn du es dir nur stark genug vorstellst, könnte es auch noch heute geschehen. Großvater, wenn ich die Augen halb zumache, dann sehe ich genau, was du sagst. Und vielleicht erzähle ich, was du siehst. Vor langer, langer Zeit, als am tiefen Titicacasee unsere Vorfahren das große Sonnentor errichtet hatten, als der Sohn der Sonne und die Tochter der Sonne sich in einem Tal niederließen und eine Stadt bauten, damals und ein wenig später lebte eine Hirschkuh in diesem Land. Sie graste auf den Weideflächen, die von den Bergen zum See hinunterführten. Als die Sonne die Bergkämme rötete, als die Morgenröte das Land anhauchte, hörte die Hirschkuh auf zu grasen. Sie hob den Kopf zur Sonne und spürte die erste Wärme des Lichts auf ihrem Fell. Zum See und tauchte nahe am Ufer ins Wasser. Als sie aus dem Wasser stieg, war sie in eine Frau verwandelt, die aussah wie alle Frauen der Aymara. Aber sie war schöner als alle anderen. Ihre Augen waren dunkel und tief wie das Wasser des Sees, aus dem sie gestiegen war. Sie trug lange, schwarze Haare und schüttelte sie, dass das Licht der Sonne auf ihnen blau-golden schimmerte. Sie war schlank und bewegte sich anmutig, als würde sie tanzen.
und ihre Füße waren leicht, als würden sie von der Musik einer Zauberflöte bewegt. Sie war kostbarer gekleidet als unsere Frauen. Ihr Schultertuch war so fein gewebt, dass man glaubte, es sei aus Spinnenfäden entstanden. Eine silberne Nadel hielt das Tuch zusammen. Ihre Zähne schimmerten wie der Schnee auf den Gipfeln der Andenberge. Niemand wusste, woher sie gekommen war. Und niemand wusste, wohin sie am Abend, wenn die Sonne unterging, verschwand. Flüsternd erzählten sich die Leute von ihrem Zauber. Mancher hatte sie kurz gesehen, mancher von der schönsten Frau nur gehört. Vom See lief sie leichtfüßig hinauf zu einem Stein am Hang. Sie setzte sich nieder und begann einen Faden zu spinnen. Immer hatte sie eine Spindel aus schwarzem Holz bei sich, und sie spann auf ihr einen Faden, der dünn wie der Faden in einem Spinnengewebe war. Und er glänzte im Licht der Morgensonne, als würde er vom Goldglanz der Sonne angezogen. Niemand hatte sie in der Nacht gesehen. Sie ließ sich immer nur aus der Ferne und am Tage sehen. Und wenn die Dämmerung über die Flanken der Berge kroch, lief sie fort und war plötzlich verschwunden. Sie gesehen. Auch dir hat sie den Kopf verdreht. Du solltest besser auf den Acker gehen und das Kartoffelfeld haken, statt dieser Frau nachzulaufen. Was heißt nachlaufen? Sie ist immer da. Und doch nicht da. Immer ein Stückchen entfernt und dann einfach verschwunden. Was schwätzt ihr da wieder? Seit wann lassen sich Männer von einer Frau den Kopf verdrehen? Ich nicht. Ich hab sie auch nicht gesehen. Und vielleicht bildet er sich das schöne Mädchen nur ein. Vielleicht... Du mischst dich ein in etwas, das du nicht verstehst. Mir ist dieses schöne Gespenst unheimlich. Ich will ihr nicht begegnen. Ist sie denn ein Mensch? Narrt böser Geist euch alle? Du hast leicht reden. Vielleicht bist du schon zu alt, um zu empfinden, was ich empfinde, wenn ich sie sehe. Du hast sie gar nicht gesehen. Was sagst du? Du beleidigst mich. Was geht es dich an? Bist du vom Neid zerfressen? Nimm die Hände weg! Ich hab nur gesagt, dass du dich langsam lächerlich machst im Dorf. Mit deiner Schwärmerei für diese Erscheinung. Lass mich in Ruhe. Ich hab sie gesehen. Und ich werde sie wiedersehen. Morgen früh schon. Ich werde vor dem ersten Sonnenstrahl aufstehen und auf sie warten. Am See. Oder auf dem Weg zu den Bergen. Ich werde sie wiedersehen. Du bist ein Narr geworden. Sieh dich um im Dorf. Wähle dir eines der Mädchen zur Frau, dann wird dich das unheimliche Mädchen nicht mehr kümmern. Und ist nicht schon eines der Mädchen für dich vorgesehen? Vor dir, dem, der wahrsagt, der die Krankheiten kennt und aus den Kokablättern die Orakel liest, klage ich an den Waina. Warum klagst du ihn an? Er sitzt in der Runde. Warum redest du nicht mit ihm? Er hatte versprochen, mich zur Frau zu nehmen. Und ist es nicht Pflicht bei uns und Sitte, dass ein Mann bis zum 25. Lebensjahr und eine Frau bis zum 18. Lebensjahr verheiratet sein müssen? So ist es. Jeder Mann ist verpflichtet zu heiraten. Und er muss ein Mädchen aus der gleichen Sippe zur Frau nehmen. Dann bekommt er ein Stück Land und kann es bebauen. Er redet recht. So ist es und so wird es bleiben. Waina aber hat sich von mir abgewendet. Steh auf, Waina, und antworte.
Warum hast du die Regel übertreten, die seit ewiger Zeit gilt? Ich habe nichts Unrechtes getan. Er hat sich verzaubern lassen. In seinem Kopf spukt ein Gespenst. Du musst ihm den bösen Geist austreiben. Er hat sich dem Mond zugewandt und von der Sonne abgewandt. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein, nicht der Mond. Sie ist ein Kind der Sonne. Wovon redest du? Von dem schönen Mädchen, das schöner sein soll als all unsere Frauen. Er lügt! Er lügt! Ein Hirngespinst hat ihm die Sinne verdreht. Er sieht nur noch, was er sich einbildet. Er sieht mich nicht mehr an. Er sät Zwietracht. Er wird die jungen Männer gegeneinander aufbringen. Haben nicht auch andere sie gesehen? Aber sie ist vor ihnen davongelaufen. Ich werde sie wiedersehen. Da seht ihr es. Er hat den Verstand verloren. Wenn ihn der Rausch, der aus den Blättern kommt, gepackt hat, werden wir um ihn tanzen, damit der böse Geist aus ihm weicht und er sich auf seine Pflichten besinnt. Bald wird er die andere vergessen haben und zu mir zurückkehren. Mama Oklo stellt die alte Ordnung, stellt sie wieder her. Manko Kapak, Mama Oklo, aus den Augen, aus dem Sinn, treibt das schöne Fremdgesicht. Erschrocken. Wer bist du? Du hast mich überrascht. Ich beobachte dich jeden Tag. Schon lange? Wenn ich dich so ansehe, dann meine ich, ich hätte dich schon ein ganzes Leben lang gesehen. Jeden Tag, sagst du? Ja, ich habe gesehen... Was hast du gesehen? Ich habe gesehen, dass du mit deiner Spindel gesponnen hast. Mehr hast du nicht gesehen? Oh doch, dass du leichtfüßig über die Erde laufen kannst und die Hügel hinauf, als sei in dir die Schnelligkeit eines scheuen Tieres. Du hast mich verfolgt? Oh nein, du warst am Abend immer plötzlich in der Ferne verschwunden. Woher kommst du? Aus dem Dorf, das dort drüben liegt. Nur eine Stunde entfernt von hier ist es. Du musst wissen, ich bin geflohen. Geflohen? Warum? Weil mich der Wahrsager, unser Medizinmann, beschworen hat, weil sie alle um mich herumgetanzt sind. Tanzen ist schön. Willst du, dass ich vor dir tanze? Ja. Ja, gerne. Aber du musst wissen, dass sie alle, meine Leute, nicht wollen, dass ich dich tanzen sehe. Dass ich dich überhaupt sehe. Aber jetzt sehen sie nichts. Der Medizinmann hat Macht. Ich weiß nicht, ob ich jeden Tag entwischen kann, ohne dass er es merkt. Du willst nicht sehen, wenn ich tanze. Oh, doch, doch. Morgen. Morgen sollst du für mich tanzen. Und morgen will ich mit dir noch eine Stunde weiter weglaufen vom Dorf, damit uns niemand sieht. Aber jetzt setze dich noch eine Weile auf den Stein da. Warum auf den Stein? Ich möchte dich ansehen. Nur eine kleine Weile ansehen. Nah bei dir sein und dein Bild, dich in mein Herz hineinnehmen, damit ich heute Nacht, wenn der Traum kommt, deine Augen, deinen Mund, deine Wangen, alles, was du bist, aus meinem Herzen ablesen kann. Du bist seltsam, fremder Mann. Aber ich bin gerne mit dir. Gerne lasse ich mich anschauen. Du hast gute Augen. Aus ihnen sieht mich dein Herz an.
Du bist wieder weg gewesen. Was geht dich das an? Was geht mich das an? Das fragst du? Das traust du dich zu fragen? Bist du mir nicht versprochen? Willst du mich nicht zur Frau haben? Du sollst mich in Frieden lassen. Ich werde dich nicht in Frieden lassen. Ich muss dir den Verstand zurechtschütteln. Oh, wenn ich nur wüsste, wie ich dir helfen könnte. Mir helfen? Ich brauche keine Hilfe. Doch, du hast dich verrannt. Du siehst mich an, als würdest du mich gar nicht sehen. Ich sollte dich jetzt gleich in mein Haus mitnehmen und zu meinen Eltern sagen, da ist mein Mann. Jetzt, in diesem Augenblick, heirate ich ihn und halte ihn fest auf dem Lager im Haus, in meinen Armen, dass er spürt, wie stark ich bin. Oh, ich möchte dich packen, schütteln, dass du wieder zu dir kommst. Oh, was sehe ich? Seid ihr wieder zusammen? Ist der Spuk vorbei? So ist's gut. Übrigens, man erzählt... Ja, das wollte ich sagen. Man erzählt im Dorf, jemand habe erzählt, draußen sei eine Hirschkuh gesehen worden, die sich in eine schöne Frau verwandeln könne. Ja, so erzählt man. So hat man es gehört. Eine schöne Frau. Ja, so sagt man. Ich hab's gerade erfahren. Dein Haar ist so weich, so fein, wie ich es noch bei keiner Frau gesehen habe. Nun haben wir uns schon 2 Vollmonde lang gesehen. Und an jedem Tag meine ich, dich zum ersten Mal zu sehen, zum ersten Mal entdecken, anschauen zu dürfen. Du bist da und ich spüre, wie du atmest. Ich weiß nicht, wie mir geschehen ist. Jeden Morgen habe ich auf dich gewartet und mein Herz hat mir jedes Mal bis zum Hals hinaufgeschlagen. Ich hatte immer Angst, du könntest nicht mehr kommen. Ja, jeden Tag sind wir länger zusammengeblieben. Und schon höre ich den Spott der Frauen und Männer nicht mehr. Sie lachen mich aus und sagen, der hat den Verstand verloren. Was macht mir das aus, wenn ich dich streicheln kann? Wenn ich mit dir die Sprache des Windes hören kann? Die Sprache der Gräser und der Bäume? Wenn ich so bei dir bin, dann meine ich, nichts könnte mich von dir trennen. Ja, du hast recht. Nichts wird uns mehr trennen. Ich treffe dich jeden Tag. Du bist einfach da, aber ich weiß nicht, woher du kommst. Genügt es nicht, dass ich da bin? Du weinst. Willst du es mir nicht sagen? Ich streichle dein Gesicht und wische dir die Tränen fort. Ich werde dir alle Tränen deines Lebens fortwischen. Du bist gut. Und deine Liebe ist um mich. Sie ist stärker als mein Schmerz. Dein Schmerz? Du solltest ganz froh sein. Wenn du wüsstest, woher ich komme, würde auch dein Herz schwer werden. Es ist sehr weit, sehr weit. Und manchmal ist mir, als müsste ich durch 1000 Ströme schwimmen, um zu dir zu kommen, obgleich mich jeden Morgen neu die Sehnsucht brennt. Sprich nicht weiter. Komm jetzt mit. Gleich mit mir ins Haus meiner Eltern. Du sollst meine Frau werden. Niemand anderes als du. Lass mir Zeit. Noch eine Nacht. Noch eine einzige Nacht. Morgen werde ich mit dir kommen. Bitte. Bitte lass mich jetzt gehen. Schon kommt die Dämmerung. Ich kann nicht länger bleiben. Ich verstehe dich nicht, aber ich werde tun, was du willst. Deine Augen sind plötzlich so voller Schrecken. Oh, ich werde nicht einen Augenblick lang schlafen in dieser Nacht. Ich werde die Herzschläge zählen und warten, dass die Dunkelheit der Morgenröte weicht.
Nimm mich in die Arme und halte mich einen Augenblick lang fest. Als sollte nach dieser Umarmung weder Sonne noch Mond mehr auf- und untergehen. Nichts. 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 Schon am Morgen vor dem ersten Sonnenstrahl bin ich aufgebrochen. Heute, gestern und vorgestern. Sie ist nicht gekommen. Sie ist nicht gekommen. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie suchen soll. Und ich weiß nicht, was größer ist. Meine Verzweiflung oder meine Angst. Sollte an den Gerüchten, sollte doch etwas Wahres in dem Geflüster sein, das im Dorfe umgeht. Bin ich einem Hirngespinst nachgelaufen? Das kann doch nicht sein. In meinen Armen habe ich sie gehalten. Ihren Atem habe ich gespürt. Eine Hirschkuh, so sagen sie, die mich genarrt hat. Nein. Nein, das kann nicht wahr sein. Das ist nicht wahr! Was hätte er getan, wenn er erfahren hätte, dass ich nur am Tag eine menschliche Gestalt annehmen kann? Nachts hetzen mich Puma und Tiger. Nachts muss ich vor den wilden Tieren fliehen und nachts können mir auch die Menschen auflauern. Da bist du ja. Ich hätte vor lauter trüben Gedanken beinahe übersehen, dass ich schon dort bin, wohin ich wollte. Alte Freundin, du bist weise und siehst von deinem Bau aus den Gang der Welt. Du musst mir raten. Setz dich zu mir und erzähle, was dich bedrückt. Ach, ich würde so gerne den jungen Indianer zum Mann nehmen. Ich habe ihn so lieb gewonnen, als ich ihm zum ersten Mal begegnet bin. Und als er mich ins Dorf mitnehmen wollte, bin ich ihm nicht gefolgt. Jeden Morgen zerreißt es mir beinahe das Herz, wenn ich weiß, dass er auf mich wartet. Da hast du recht getan. Ich bin alt geworden. Und weil ich so alt geworden bin, sage ich dir, halte dich von den Menschen fern. Du kannst kein Mensch bleiben. Hat er dich nicht gefragt? Woher kommst du? Er hat mich gefragt. Und du hast ihm hoffentlich nichts gesagt. Wenn die Menschen wüssten, woher du kommst, würden sie über dich lachen. Sie würden dir keine ruhige Stunde lassen. Und ich kann dir nicht helfen. Du willst fliehen? Und ich habe jeden Morgen dich gesucht. Jeden Morgen auf dich gewartet. Auch ich habe jede Stunde, seit wir uns zuletzt gesehen haben, an dich gedacht. Ich konnte dich nicht vergessen. Dann ist alles gut.
Und nun wollen wir beisammen sein. Den ganzen Tag und die ganze Nacht. Ich bin so glücklich, dass ich dich wiedergefunden habe. Dann komm schnell weg vom See. Hier könnten uns deine Leute sehen. Ich will noch einmal zu dem Platz gehen, an dem wir uns so oft lieb hatten. Ja. Ja. Jetzt musst du meine Frau werden. Ich habe dich wiedergefunden. Habe mich wiedergefunden. Sind zwei goldene Hörner eingeflochten. Du sollst die Kette und die Hörner in deinem schwarzen Haar tragen. Schon glänzt die untergehende Sonne auf dem Gold. Nun trägst du zwei goldene Hörner. Und nun lass mich aufstehen. Bleib! Bleib! So bleib doch bei mir! Hätte sie nicht erreicht, wenn er nicht die Schnelligkeit eines Hirschen gewonnen hätte. Nun werden sie immer zusammenbleiben können und unter den Tieren glücklicher sein als unter den Menschen.